Die Erde im Rhythmus der Vulkane. Der Takt der Feuer- und glutspuckenden Berge, der nie verstummt. Als Urgewalt unberechenbar. An Land und unter Wasser. Mit weitem Griff bis in den Himmel. Damit schauen wir, liebe Zuschauer und Zuschauer, mal auf Live-Bilder, die uns gerade erreichen von der Kanareninsel La Palma. Die glühenden schwarzen Massen fressen sich mit aller Macht talabwärts Richtung Meer. Im Meer hat sich bereits eine knapp 20 Hektar große Landzunge gebildet. Experten rechnen damit, dass der Ausbruch noch Wochen oder sogar Monate weitergehen könnte. Es sind die ersten Minuten nach der Warnung, die zählen. Jeder am Fuße des Vulkans packt mit an. Es muss schnell gehen. Wie viel Zeit genau bleibt, weiß keiner. Nur das Nötigste kann mit. Wer hier lebt, muss immer mit einer Evakuierung rechnen. Als es dann aber soweit ist, trifft es die meisten doch unvorbereitet. Im Hintergrund immer das drohende Donnern des Cumbre Vieja. Wer trotz Ausbruch bleiben will, bekommt klare Ansagen von den Behörden. Der Katastrophenschutz setzt ein Ultimatum. Auch Steven Rodriguez und seiner Familie bleibt nichts als die Flucht. Die Lava schiebt sich unaufhaltsam näher. Auch sein Haus ist in Gefahr. Es ist wirklich heftig. Es geht ja nicht nur um meine Sachen. Wir helfen auch Bekannten und Verwandten. Und das so schnell wie möglich. Wir haben nur eine Stunde Zeit. Dann müssen wir hier weg sein. Über 7500 Inselbewohner verlieren bereits in den ersten Wochen des Ausbruchs ihr Zuhause. Etwa 10% der Bevölkerung La Palmas. Auf seinem Weg hinab zum Meer verschluckt der Fluss aus glühendem Gestein alles, was ihm im Weg steht. Das Gebiet bleibt auf unbestimmte Zeit unbewohnbar. Vor wenigen Jahrzehnten wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gekommen. Nur die moderne Wissenschaft konnte ein Horrorszenario mit vielen Toten verhindern. Tatsächlich 8 Tage vorher gab es bei etwa 10 Kilometer Tiefe mittelstarke Erdbeben. In diesem Fall hatte man auch ziemlich gut beobachtet und auch Lokalbevölkerung tatsächlich gewarnt anhand von diesen Erdbebenaktivitäten. Man hat Vorwarnungen gekriegt und das ist schön und gut. Nur genaue Aussagen kann man im Voraus natürlich nicht machen. Und wie La Palma als Vulkan, diese Cumbre Vieja Rücken, wie sie konstruiert ist, weiß man eigentlich nie vorher genau, wo ein Ausbruch stattfinden wird. Und das ist immer spannend. Die etwa 1000 Grad heißen Ströme aus geschmolzenem Gestein suchen sich ihren Weg den Berg hinab. Die Richtung, die sie einschlagen, bestimmt den Einsatz der Hilfs- und Rettungskräfte. Immer wieder verzweigt sich der Lavafluss. Für den Polizisten Raúl Campillo beginnen die Probleme schon mit dem Versuch, sich einen Überblick zu verschaffen. Vorher hatten wir Straßen und Wege, an denen wir uns orientieren konnten. Da waren wenigstens Fixpunkte. Aber jetzt ist nichts mehr davon zu erkennen. Alles ist in Rauch gehüllt oder einfach weg. Die Lava hat alles unter sich begraben. Für Campillo und seine Kollegen geht es auch darum, die Häuser, die noch stehen, zu sichern. Ständige Patrouillen sollen Plünderer abschrecken. Am Ende sind es vor allem die unzähligen Einzelschicksale, die selbst erfahrenen Polizisten unter die Haut gehen. Zusammen mit der Feuerwehr haben wir versucht, ein älteres Ehepaar zu überreden, ihr Haus zu verlassen. Das wollten sie nicht. Immer kam die Frage, wo sollen wir denn hin? Wo sollen wir schlafen? Aber hier können sie nicht bleiben, die Lava kommt, haben wir gesagt. Dann wieder, wo sollen wir hin? Solche Szenen berühren dich einfach. Auf knapp 2000 Meter Höhe, am Gipfel des Cumbre Vieja, schleudert der Vulkan immer wieder neue Lavamassen in den Himmel. Konstant ist hier nur die Veränderung. Die Statik des Kraters verschiebt sich. Einzelne Fontänen versiegen, andere entstehen.
Der Vulkan zeigt seinen ganz eigenen Charakter. In diesem Fall ist es tatsächlich ein wenig ungewöhnlich. Die vergangenen Ausbrüche am Cumbre Vieja haben auch an anderen Stellen Ausbrüche gezeigt. Das heißt, dass gleichzeitig oder nacheinander auch an anderen Stellen der Insel sich solche Kegel aufgebaut haben. Es sind noch kleine Nebenkrater und Seitenarme von der Spalte zwischendurch aufgegangen, die dann eigene Rauchsäulen erzeugt haben. An immer neuen Orten kommt es so zu Ausbrüchen. Selbst für Wissenschaftler wirft der Berg mehr Fragen auf, als er beantwortet. Sie fühlen dem außer Kontrolle geratenen Vulkan permanent den Puls. Seismische Überwachung in Echtzeit bis tief ins Erdreich ist überlebenswichtig. Vor allem die Temperatur der Lava variiert, mit Folgen für die Fließgeschwindigkeit. Die Hitze erreicht nur schwer vorstellbare Dimensionen. An manchen Stellen bis zu 1200 Grad Celsius in der Spitze. Ein entscheidender Faktor bei der Frage, wie schnell die Lavazunge Land gewinnt. Der hitzige Griff des Vulkans bis tief in bewohnte Gebiete ist von Dauer. Die Menge von Wärme, die in so einem Lava mittransportiert wird, ist enorm groß. Was dazu kommt, ist, dass Gesteine extrem schlechte Wärmeleiter sind. Die geben ihre Wärme extrem ungern ab. Auch wenn die Oberfläche der Lava schnell abkühlt, in wenigen Metern Tiefe bleibt das Gestein noch Monate, manchmal Jahre, glühend heiß. La Palma selbst wurde einst durch eben diese Hitze aus dem Erdinneren erschaffen. Vor fast 2 Millionen Jahren drückt eine ganze Serie von Eruptionen die Landmasse an die Wasseroberfläche. Der Cumbre Vieja, der alte Gipfel, im Zentrum von La Palma, beherbergt nur einen Teil einer ganzen Kette von Vulkanen. Alle Kanarischen Inseln sind rein vulkanischer Natur, entstanden aus einem sogenannten Hotspot, einer besonders heißen Stelle des Erdmantels. Jeder Vulkan hat seine eigene Geschichte. Die feuerspuckenden Berge sind unregelmäßig über den Globus verteilt. Der höchste aktive Vulkan Eurasiens, der Klutschowskoi, liegt auf der Halbinsel Kamtschatka im Osten Russlands. Umgeben von Schnee und Eis bebt hier in 4700 Meter Höhe die Erde immer wieder. Hellwach ist auch der Popocatépetl, der explosivste Vulkan Mexikos. Schon den Azteken war der liebevoll El Popo genannte Feuerberg heilig. Noch heute demonstriert er in regelmäßigen Abständen seine Kraft. Auch Zentralafrika bleibt nicht verschont. Der Nyiragongo, nahe der kongolesischen Millionenstadt Goma. Die Lava fließt hier besonders schnell in Richtung Tal. Bis zu 50 Stundenkilometer erreicht die glühende Masse. Hunderttausende müssen bei den Eruptionen fliehen oder verlieren alles. Rund 1900 aktive Vulkane zählt man weltweit auf der Erdoberfläche. Der größte Anteil des Vulkanismus aber findet tief unter Wasser statt. Die sogenannten submarinen Vulkane sind schwierig zu erforschen. Die Eruptionen auf dem Grund der Weltmeere laufen meist im Verborgenen ab. Und das heißt auch, dass die Erde in der Tiefe dynamisch ist. Und das gehört ja zur Entwicklung der Erde, dass wenn viel Schmelzen sich durch die Kruste bewegen, wenn viel Magmatismus vor Ort stattfindet, dann hat das auch ein Wechselspiel mit der Plattentektonik, mit Erdbeben und Erdbewegungen oben in der Kruste und auch im Erdmantel. Alles hängt ganz genau zusammen. Die Erdoberfläche ist ein riesiger Flickenteppich, zusammengesetzt aus mehreren sogenannten tektonischen Platten, die sich stetig bewegen. Der Blick auf die Lage dieser Erdplatten zeigt ein Muster im scheinbaren Chaos der weltweiten Vulkanausbrüche. Der Großteil der Eruptionen findet entlang der Ränder der 7 großen Platten statt. Die sogenannte Kontinentaldrift steht deshalb unter ständiger Beobachtung der Wissenschaft. Die globale Vernetzung hilft den Forschern dabei. In den letzten 50 Jahren hat man mehr über Vulkane erfahren als in Jahrtausenden zuvor. Unterwasserroboter analysieren den Meeresboden, Gesteinsproben und Messergebnisse werden international geteilt. Die Aktivität der Eruptionen lässt sich heute von jedem Punkt der Erde aus überwachen. Die gewonnenen Daten wertet auch das GEOMAR-Forschungszentrum in Kiel aus. Die Wissenschaftler haben Hotspots auf der ganzen Welt im Blick, nahezu in Echtzeit.
Trotzdem bleibt vieles im Ungewissen. Und nicht jeder Vulkan steht unter Überwachung. Manchmal sind sie so weit weg von bewohnten Gebieten. Manchmal liegen sie in Staaten, die kein Geld für Vulkanüberwachung haben. Es ist machbar, aber man muss sich wirklich koordinieren und eine Strategie finden. Und es wird natürlich auch Geld kosten. Weit von den Plattengrenzen entfernt, mitten im Pazifik, liegt die Inselkette Hawaii. Wie La Palma sind die Inseln vulkanischen Ursprungs, entstanden an einem Magma-Hotspot. Bereits seit Juni hält der Kilauea-Vulkan die Menschen auf Hawaii in Atem. Er gilt als einer der aktivsten Vulkane der Erde. Die 1000 Grad heiße Lava hat inzwischen die Ufergebiete erreicht. Die Lava fließt nicht nur aus dem Krater heraus, sondern kann praktisch überall durch Risse austreten. Nun droht die über 1000 Grad heiße Masse sogar Siedlungen zu erreichen. Seit 500.000 Jahren quillt die Lava an diesem Hotspot aus der Erdkruste. Ausbruch um Ausbruch, Schicht um Schicht türmen sich die Massen auf. Die Inselkette Hawaii entsteht und damit auch ihr aktivster Berg. Der Kilauea. Ein Schildvulkan, erkennbar durch flache Flanken und einen Lavasee am Krater. Tatsache ist, dass Hawaii ungewöhnlich ist, weil die Schmelzmengen, die dort in der Tiefe entstehen, sind viel größer als fast alle anderen Orte auf der Erde. Dieser Hotspot unten ist sehr, sehr kräftig. Hawaii ist ein typisches Beispiel, wie sich ganze Ketten von Inseln vulkanischen Ursprungs aus dem Meer erheben. Da kommt das Magma hoch. Durch die Platte bildet den Vulkan und auf geologischen Zeitskalen bewegt sich die Platte ja. Aber diese Magmaquelle aus dem Mantel bleibt stabil, also die bleibt an der gleichen Stelle. Und so fährt die Platte weiter und bildet einen neuen Vulkan. Und so kommen diese Inselketten, wie Hawaii zum Beispiel, zustande. Der größte Teil Hawaiis liegt unter Wasser verborgen. Mit insgesamt 10.000 Meter vom Meeresgrund bis zum höchsten Gipfel der Inseln ist der Archipel höher als der Mount Everest. Und die Inseln wachsen weiter. Eine berechenbare Eigenschaft von Schildvulkanen. Die meisten Ausbrüche auf Hawaii sind nicht stark explosiv. Das sind eher Lavaströme. Die sorgen natürlich für viel Zerstörung. Der Vulkan wird gut überwacht, so man weiß ziemlich gut im Vorfeld, was passieren kann und ergreift entsprechende Schutzmaßnahmen. Der Weg der Lava lässt sich trotzdem nicht immer genau vorhersagen. Ein Ausbruch Anfang Mai 2018 trifft weite Teile der Bevölkerung völlig überraschend. 700 Häuser gehen in Flammen auf. 3 Monate lang frisst sich das flüssige Gestein durch die Landschaft. Für die meisten Anwohner bleibt nur die Flucht und das Warten, welchen Weg die Masse aus flüssig glühendem Gestein einschlägt. Das hier ist das Ergebnis des Ausbruchs. Die Lava ist danach noch etwas weiter geflossen in Richtung Meer. Dort steigt jetzt eine Rauchwolke auf. Der Ort, an dem die Lava auf den Pazifik stößt, zieht Touristen magisch an. Mit Booten werden sie zu dem Naturschauspiel gefahren. Doch die Sensationslust birgt große Risiken. Eines der Boote ist gefährlich nahe, als heiße Lava auf das Meer trifft. Es kommt zu einer Art Explosion. Nur knapp entgehen die Passagiere einer Katastrophe. Teile der Lava landeten direkt auf dem Boot und haben großen Schaden angerichtet. Und dann habe ich einen großen Brocken gehört, der durchs Dach gebrochen ist und Passagiere getroffen hat. Bis ins Jahr 2018 hatte die Insel mit einem über 3 Jahrzehnte andauernden Ausbruch zu kämpfen. Auf hawaiianischer Sprache heißt Kilauea der spuckende Berg. 35 Jahre lang macht der Vulkan seinem Namen alle Ehre, immer im Fokus der Wissenschaft. Den Forschern bleibt bei solch langen Ausbruchsperioden viel Zeit für ihre Beobachtungen. Hawaii. Hotspot und Langzeitforschungslabor. Wer die aktivsten Vulkane der Welt sucht, wird sie auf absehbare Zeit auf dieser Inselkette finden. Auf La Palma ist der Cumbre Vieja zu einem gewaltigen Schlot geworden. Stunden, manchmal Tage, hüllt er ganze Teile der Insel in Rauch. Es regnet Asche, die sich an manchen Orten viele Meter hoch auftürmt.
Selbst Kilometer vom Krater entfernt verwandelt der feine Staub ganze Siedlungen in bizarre Landschaften. Für manche Bewohner nur eine lästige Nebenwirkung des Vulkans. An anderer Stelle gefährdet die Asche aber Existenzen. Auf den für die Insel so wichtigen Bananenplantagen entfaltet die Asche ihre verheerende Wirkung. Der Vulkan ist schön anzusehen. Die Asche ist aber eine echte Katastrophe. Für die Arbeiter ist es eine anstrengende und schmutzige Arbeit. Die Bananenstauden sind in blaue Plastiksäcke gehüllt. Sie schützen eigentlich vor Insektenbefall. Jetzt sollen sie auch den Ascheregen abhalten. Vor dem Verpacken musste jede einzelne Frucht gesäubert werden. Die Asche würde sonst beim Tragen der bis zu 70 Kilo schweren Stauden die Haut der Bananen verletzen und sie so unverkäuflich machen. Je länger der Staub vom Himmel fällt, desto größer ist die Eile im Betrieb. Es muss schnell gehen. Wir haben jetzt ganz wenig Zeit. Das Problem mit der Asche ist nicht zu ändern. Dagegen können wir nichts tun. Wir müssen die Ernte jetzt Stück für Stück einfahren, um nicht noch mehr durch die Lava zu verlieren. Hunderttausend Tonnen Früchte wachsen pro Jahr auf dem so fruchtbaren Vulkanboden. Mehr als die Hälfte der gesamten Inselwirtschaft hängt von den Bananenplantagen ab. Das wichtigste Wirtschaftsgut La Palmas. Doch der Exportschlager der Insulaner ist in Gefahr. Erst in der Fabrik zeigt sich nach einer Dusche, wie groß der Schaden wirklich ist. Dieses Jahr sind so viele Stauden unbrauchbar wie nie zuvor. Der Kunde im Supermarkt verlangt makellose Ware. Früchte mit schwarzen Stellen finden am Ende keine Käufer, auch wenn die Banane unter der Schale eigentlich unversehrt ist. Bis in den essbaren Teil der Frucht schafft es die Asche nicht. Aber die Optik des Produkts leidet. Selbst die gründlichste Reinigung wird nicht ausreichen. Der hohe Anspruch der Konsumenten lässt sich in diesem Jahr kaum erfüllen. Wir rechnen mit 20-30% weniger Ertrag deswegen, mindestens. Die Bewässerung auf der Plantage ist durch die Asche verstopft. Pflanzen wachsen so nicht. Eigentlich verlieren wir also sogar ganze 2 Jahre. Viele hier machen sich Sorgen, ob es auch in Zukunft noch genug Arbeit geben wird. Die Dauer des Ausbruchs ist entscheidend. Doch es geht noch schlimmer. Andere Gemeinden haben nicht nur weniger Ernte, ganze Plantagen liegen unter der Lavazunge begraben. 350 Hektar, über Jahrzehnte gehegt und gepflegt, sind unwiederbringlich verloren. Der Blick in eine ferne Zukunft bietet vor Ort kaum Trost. Kalium zum Beispiel ist viel enthalten in vulkanischem Boden. Als Einziges, man braucht erst Wetter, Wasser und Verwitterung, damit die für die Pflanzen auch verfügbar sind. So in der Asche und in der Lava eingeschlossen sind die erstmal noch nicht brauchbar. Also es dauert einige Zeit, bis die genutzt werden können von Pflanzen. Also auf lange Sicht, einige Jahre bis Jahrzehnte, ist der Boden sicher auch nutzbar. Die Bananenbauern von Tassacorte aber leben im Jetzt und Heute. Auf eine Zukunft in mehreren Jahrzehnten können sie nicht hoffen. Die Ernte der kommenden Jahre gibt der Cumbre Vieja vor. In Phasen des Ausbruchs bleibt es ein Notbetrieb auf unbestimmte Zeit. Doch unter der Erde lauert auf der Insel eine noch viel größere Gefahr. Der feurige Krater auf La Palma ist nur ein kleiner Teil des großen Ganzen. Der Ausbruch ist dabei nur ein Symptom. Die Vulkaninsel verbirgt ein von außen nicht sichtbares Geheimnis, das viel weitreichendere Folgen als einzelne Eruptionen haben könnte. Besonders spannend ist, zumindest für uns als Forscher, ist, dass es seit einigen Jahren eine gewisse Flankenbewegung bekannt ist. Und wir insbesondere in Wechselwirkung mit den Ausbrüchen die Stabilität dieser Flanke untersuchen. Im Jahr 2001 beschrieben 2 britische Wissenschaftler eine möglicherweise verheerende Entwicklung in der Bergflanke. Das beschäftigt die Insulaner bis heute, auch wenn das Szenario mittlerweile als höchst unwahrscheinlich gilt. Die beiden sind von einem absoluten Worst-Case-Szenario ausgegangen, dass wirklich ein massiv großer Teil auf einmal ins Meer stürzt. Wir sehen am Meeresboden die Ablagerung von früheren Hangrutschungen.
die aufgrund von Vulkanflankenzusammenbrüchen stattgefunden haben. Grundlage des 2001 aufgestellten Worst-Case-Szenarios auf La Palma ist die Historie der Insel. Eruptionen prägen seit Jahrtausenden den stetigen Wandel. Seit einem Ausbruch 1480 ist das Massiv besonders aktiv. Der Fokus der Wissenschaftler richtet sich weniger darauf, wo die Lava hinfließt. Die Frage, wo sie herkommt, ist entscheidend. Die Austrittspunkte historischer Ausbrüche lassen bei scheinbar zufällig fließenden Strömen ein Schema erkennen. Wie Perlen auf einer Kette reihen sich die Ausbrüche auf dem Kamm des Cumbre Vieja aneinander. Im Laufe der Zeit bildete sich dort ein kilometerlanger Riss. Dieser Spalt hat sich geöffnet und wurde auch 2021 wieder aktiviert. Das bedeutet, man hat geringfügig Bewegung an diesem Spalt gesehen. Bereits 1949 rutschte beim Ausbruch des Vulkans San Juan ein Teil der Bergflanke einige Meter ab. Wenn man da weiterdenkt und sagt, dass dies den ganzen Vulkan instabil macht, dann könnte man natürlich postulieren, dass das wirklich ein Abbruchkante oder potenzielle Abbruchkante von dem Vulkan ist und dass die eine Flanke dann ins Meer rutschen könnte. Hinzu kommt der Aufbau des Berges. Die Geometrie der Flanke umfasst einen bis zu 25 Kilometer breiten und fast genauso tiefen Bereich, insgesamt 500 Kubikkilometer, das zehnfache Volumen des Bodensees. Alles aufgetürmt an einem Steilhang mit 20 Grad durchschnittlicher Neigung. Das ist natürlich schon mal eine gute Voraussetzung, um Hänge instabil machen zu lassen. Zum anderen gibt es natürlich auch noch das Magma, was von unten nach oben fließt und dem gesamten Vulkangebäude oder einer Flanke noch mal einen zusätzlichen Schubs von oben geben kann. Die britischen Wissenschaftler gingen in ihrer 2001 veröffentlichten Studie noch von einer ruckartigen Bewegung der kompletten Platte aus. Ein Horrorszenario, das Geologen für den Cumbre Vieja aber mittlerweile weitestgehend ausschließen. Doch die Gefahr, dass küstennahe Vulkane einen Tsunami auslösen könnten, ist real. Flankenabrutschungen ins Meer bedeutet ja Tsunamis, die über ganze Weltmeere wandern können und Küstengebiete treffen. Und deswegen ist natürlich Beobachtung von aktiven Vulkanen, die am Meer liegen oder in Meeresnähe, vielleicht das Wichtigste, weil die ja für überregional sehr, sehr große Zerstörungen sorgen können. Zum Schutz der Bevölkerung müsste man erste Anzeichen für Tsunamis, wie hier animiert, viel früher deuten können. Bis heute ist das unmöglich. Es gibt kein Tsunami-Frühwarnsystem für Hangrutschungen. Also die sind in den Tsunami-Frühwarnsystemen nicht beachtet, weil wir diese Systeme noch nicht gut genug verstehen, als dass man mit einer gewissen Sicherheit sagen könnte, das könnte ein Frühwarnsignal sein. Ein Netz aus Sensoren prüft die Statik des Hangs ununterbrochen. Dabei immer im Fokus der vor vielen Jahren entstandene Riss im Massiv. Es gibt Anzeichen dafür, dass dieser Riss sich bewegt hat, also dass da Aktivität war. Dass es allerdings nur in sehr geringem Maße. Jeder Ausbruch bringt Ungewissheit. Jede Eruption verändert die Spannungsverhältnisse im Bergrücken. Auf La Palma richtet sich der Blick der Forscher auch auf die Lavaströme. Glühend heiß und unberechenbar. Doch nach dem Abkühlen könnte die Lava eine Art Stütze für die Insel bilden. Also Laven, die ziemlich ruhig ausfließen, erstarren so richtig harten Festgesteinen. Und das ist ja alles, was man braucht, um eine Insel zu stabilisieren. Laven sind ja sehr fest. Die Insel härtet also aus, bleibt dabei aber trotzdem ständig in Bewegung. Dass die gesamte Flanke plötzlich und in einem Stück abrutscht, gilt nach heutigem Wissensstand als unwahrscheinlich. Denn die meisten Vulkane mit instabilen Flanken weisen eine Gemeinsamkeit auf. Lockere Ablagerungen im Gestein machen die Hänge fragil. Diese Art Ablagerungen hat man auf La Palma nicht gefunden. Die Meinung ist eher jetzt, nach 20 Jahre später, dass eher ganz andere Vulkane abrutschungsgefährdet sind als diese Westflanke von Cumbre Vieja auf La Palma. Die Bewohner der Insel wissen um die Bedrohungen ihres Berges. Gebaut wird trotzdem.
Die Städte auf dem gefährdeten Gebiet wachsen seit Jahrzehnten. Welch verheerende Folgen der Kollaps eines küstennahen Vulkans haben kann, hat die Menschheit bereits an anderer Stelle erlebt. Der Anak Krakatau ist auch am Tag nach dem Tsunami aktiv. Experten vermuten, dass der Krater zum Teil eingestürzt ist. Die Behörden haben die Warnstufe für den Vulkan in der Sunda-Straße zwischen Sumatra und Java noch erhöht. 281 Menschen werden betrauert. Der Anak Krakatau, der rund 50 Kilometer vor der Küste liegt, brodelt weiter. Das Horrorszenario eines kollabierenden küstennahen Vulkans ist in Indonesien bittere Wirklichkeit geworden. Der Anak Krakatau. Schon im 19. Jahrhundert kosten seine Ausbrüche Zehntausenden das Leben. Es ist ein neuer Vulkan, der in Meer wächst. Und die Kombination von heißen Gesteinsschmelzen und Meerwasser ist an sich sehr, sehr explosiv. Wie explosiv zeigt er Ende Dezember 2018. Vermeintlich ohne Vorwarnung bricht eine Flanke des Vulkans in sich zusammen. Eine Welle türmt sich auf. Ein gewaltiger Tsunami rollt in Richtung der Inseln Sumatra und Java. 430 Menschen starben. Fast 30.000 verlieren ihr Zuhause. Für die Behörden damals ein unerklärliches Phänomen. Erst Jahre später zeigen wissenschaftliche Studien, dass sich die Katastrophe angekündigt hatte. Wahrscheinlich gab es ein Erdbeben, was das Ganze ausgelöst hat. Wir wissen allerdings nachträglich durch Satellitendaten, die doch gemacht wurden, dass das ganze Vulkangebäude vorher deformiert wurde. Der Blick aus dem All in Richtung Erde zeigt das Ausmaß der Katastrophe. Links im Bild der Vulkan vor, rechts nach dem Kollaps im Jahr 2018. Anak Krakatau ist insofern interessant, als dass es uns Stoff zum Analysieren gibt, was eventuell ja, frühzeitige Signale sein könnten für so einen katastrophalen Zusammenbruch. Es sind die speziellen Bedingungen, die das System anfällig machen. Im Schmelztiegel der Explosionen entstehen neue Zusammensetzungen des Erdreichs. Vulkanischer Bimsstein bildet sich. Eine poröse und rutschige Grundlage. Dann werden die Laven oder die Schmelzen fragmentiert durch die Explosionen. Bestehen ganz, ganz viele Gesteinsscherben, die runterregnen. Also wie ein Teppich von Glasscherben oder von Bimsen, wenn man will. Und die sind natürlich instabil. In Indonesien werden die Launen des Anak Krakatau weiter über Leben und Tod entscheiden. Hier dominiert die Angst vor dem nächsten Tsunami. Auf La Palma bläst der gewaltige Druck aus dem Erdinneren tausende Kilometer Vulkanasche weit in den Himmel. Wochenlang liegen ganze Siedlungen im Dunst des Cumbre Vieja. Wenn der Wind ungünstig steht, bildet sich ein Lavaregen, der noch kilometerweit vom Krater entfernt zu Boden fällt. Die aschehaltige Luft kann zusätzlich zur Gefahr werden. Schwefelhaltige Gase am Krater bekommen die wenigsten ab. Die Asche aber atmen Zehntausende über einen langen Zeitraum ein. Bei hohen Konzentrationen ein gefährliches Gemisch. Schwermetalle beispielsweise, Quecksilber, auch Gold übrigens und Silber ist mit dabei. Aber Blei auch, was dann zu toxischen Schäden führt. Es kommt zu Verengungen, es kommt zu so einer respiratorischen Insuffizienz. Das heißt, es wird weniger Sauerstoff aufgenommen, als man dann eigentlich braucht. Und das sind klassische Todesfälle dann, die durch solche verstopften, verengten Bronchien und gestörte Alveolen auftreten. Eine FFP2-Maske kann Schutz bieten. Die Partikel können so gefiltert werden. Der feine Staub in der Luft hat aber noch ganz andere Auswirkungen. Die Aschewolke des Cumbre Vieja sorgt am Flughafen für Stillstand. Der Flugverkehr über La Palma wird zeitweise einzig und allein durch die Launen des Vulkans bestimmt. Die Rauchsäule bewegt sich mit dem Wind. Und der kann schnell drehen. Für die Triebwerke der großen Maschinen ist die aschehaltige Luft gefährlich.
Wenn da was Falsches drin ist, dann reagiert da schon der Sauerstoff mit dem chemischen Element in der Vulkanasche und bildet dann eben Stoffe, die sich irgendwo in der danach liegenden Brennkammer und der Schaufel der Turbine absetzen können. Einfach auf der Oberfläche und dann haften die da. Die Grundkonstruktion der Triebwerke macht sie anfällig für kleinste Partikel. Luftmassen werden angesaugt und in das Innere geleitet. Im Kern der Turbine herrschen Temperaturen von über 1800 Grad. Hitze, die teilweise wieder nach außen gebracht werden muss. Eine sogenannte Filmkühlung über kleinste Löcher verhindert die Überhitzung. Wenn diese Löcher verstopft werden, kommt diese Kühlluft nicht mehr raus und dann schmelzen ihnen tatsächlich die Schaufeln weg. Und wenn die Schaufeln wegschmelzen, ist das Triebwerk praktisch gesagt tot. Dann kann es nicht mehr funktionieren und dann habe ich keinen Antrieb mehr. Und das ist der Worst Case, den Sie haben. Also wenn die Filmkühlung versagt, dann war es das. Wie belastbar die Triebwerke sind, zeigt sich bei ihrer Zulassung. Stresstest unter Extrembedingungen an der Belastungsgrenze. Höchste Sicherheitsstandards müssen eingehalten werden. Die Vulkanasche stellt die Ingenieure dabei vor eine kaum lösbare Aufgabe. Noch existiert keine technische Lösung, um durch hohe Konzentrationen von Asche fliegen zu können. Und nicht nur die Triebwerke sind anfällig. Es hat ja schon Beispiele gegeben, wo eben auch die Cockpitscheiben etc. alle blind wurden, weil eben dort auch die Erosion auftrat und dann der Pilot keine Sicht mehr hatte. Sowas gab es ja auch. Es gibt Piloten, die eben an der Seite mal das Fenster aufgemacht haben, um so ihre Boeing 747 zu landen. Der Ausbruch eines Vulkans kann also über weite Regionen hinweg den Luftverkehr komplett lahmlegen. Vulkanausbruch in Island. Die Eruption auf der Insel zwischen Europa und Grönland diktiert das Leben, auch am Festland. Mittlerweile wird nicht mehr ganz so viel Lava ausgespuckt, dafür treten mehr Gase aus. Und die können lebensgefährlich sein. Eine riesige Aschewolke sorgte dafür, dass Flugzeuge in ganz Europa am Boden bleiben mussten. Island am 20. März 2010. Der Vulkan Eyjafjallajökull bricht aus. Die Eruption bleibt für die Menschen vor Ort zunächst ungefährlich. Trotzdem geht der Ausbruch in die Geschichte ein. In kürzester Zeit bildet sich eine 7 Kilometer hohe Aschewolke. Der Wind treibt den Staub Richtung Mitteleuropa. Millionen Passagiere sitzen tagelang fest. 100.000 Flüge müssen gestrichen werden. Wir bekommen überhaupt keine Informationen. Das ist ein Problem. Wir haben Essensmarken bekommen. Jetzt müssen wir hier abwarten. Mehr geht nicht. Den ganzen Tag lang. Für die europäische Wirtschaft ist das Flugverbot ein Desaster. Logistikketten werden unterbrochen. Tagelang können weder Waren noch Personen transportiert werden. Erst in den Jahren nach dem Ausbruch finden die Forscher heraus, dass die Grenzwerte sehr eng gesetzt waren. Die meisten Maschinen hätten damals wohl doch abheben können. Ohne was technisch verändert zu haben, ist das Verständnis verbessert worden. Und damit kann man dann auch andere Grenzwerte zulassen. Weil ich weiß einfach, ich kann mal 10 Minuten länger da durchfliegen und es wird nichts passieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Man kann es natürlich nie ausschließen. Nicht nur für die Ingenieure, auch für Vulkanologen liefert der Ausbruch neue Erkenntnisse. Rund 3000 Erdbeben in 3 Tagen hatten die Eruption angekündigt. Der Vulkan liegt versteckt unter einer Gletscherzunge auf 1650 Meter Höhe. Unter der Oberfläche treffen hier Elemente aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Es war tatsächlich ein Vulkanausbruch, nicht besonders groß für unsere vulkanologischen Maßstäbe, aber hat in einem See unter einem Gletscher stattgefunden. Und die explosive Mischung, tatsächlich physisch explosiv, ist genau diese Mischung. Heißes Magma, 1100, 1200 Grad, kommt in Berührung mit Eis und Wasser gleichzeitig. Und das sorgt für eine enorme Fragmentierung des Magmas. Also wirklich Dampfexplosionen, die Schmelzen, die rauskommen, so Feinstaub machen. Nach 3 Monaten beruhigt sich der Gipfel. Ruhe kehrt auf der Vulkaninsel aber nie so richtig ein. Jahr für Jahr reißt die Erde an einer anderen Stelle auf. Ein Naturspektakel, das Touristen und Einheimische magisch anzieht. Die Lava auf Eis ist längst zum Geschäft geworden. Viele Isländer leben inzwischen nicht nur an, sondern auch von den Vulkanen. Der Albtraum für Anwohner ist an anderer Stelle Attraktion. Überall rund um den Berg sammeln sich Schaulustige, kleine Grüppchen starren stundenlang in Richtung Gipfel.
Die Magie des Vulkans, der keine Ruhe gibt. Während des Ausbruchs zieht der Cumbre Vieja die Menschen trotz oder gerade wegen der Urgewalt in seinen Bann. Hobbyfotografen verbringen viele Tage am Fuß des Berges. Man begreift das alles erst, wenn man selbst vor Ort ist, wenn man es selbst sieht. Es ist extrem bewegend. In Island kommt man zwar viel näher ran, aber das Donnern von diesem hier gibt es dort nicht. So etwas wie hier siehst und hörst du im Leben nicht zweimal. Das muss man nutzen. Viele sind hier auf der Suche nach dem einen Foto, das sonst keiner hat. Einige verbringen Stunden an der gleichen Stelle, weil sich das Motiv einfach nicht erschöpft. Es ist nicht nur die Zerstörung, auch die Faszination des stetigen Wandels fesselt die Beobachter. In den letzten Wochen und Monaten hat der Ätna seine Aktivitäten verstärkt. Es ist bereits der 13. Ausbruch seit Anfang 2013. In den vergangenen 24 Stunden konnten die Forscher zudem die bisher stärksten unterirdischen Beben messen. Am Fuße des Ätna gehört die Asche zum Alltag. Die Daueraktivität des Berges lässt die Region nie richtig zur Ruhe kommen. Für die Bewohner hier ist es Routine, die immer lästig bleibt. Der aktivste Vulkan Europas, seit Jahrtausenden ständiger Unruheherd auf Sizilien. Die Eruptionen am Gipfel bergen wenig Gefahren. Immer wieder aber entstehen gefährliche Nebenkrater, begleitet von sogenannten Paroxysmen, kurze, schwallartige Ausbrüche. Und dann der Kracher. Das heißt, einige dieser Paroxysmen sind ausgesprochen laut. Auch das ist nicht das erste Mal, dass wir das haben. Und jedes Mal klagen die Leute darüber, dass sie nicht schlafen können und dass sie glauben, der Berg bricht auseinander. Was wir da hören, das sind Explosionen, die stattfinden auf 3300 Metern Höhe. Das heißt, ganz oben an der Erdoberfläche, am Kontakt mit der Atmosphäre. Da wird dann Energie freigesetzt, die sich durch die Luft fortsetzt in Form von Druckwellen und Sound, also Geräusch. Und das ist das, was den Leuten Angst macht. Die Schläge sind kilometerweit zu hören. Sie erinnern die Menschen immer wieder an die Urgewalt des Berges. Der Vulkanologe Boris Behnke lebt seit über 20 Jahren hier. Forscher wie er versuchen, die Rätsel des Ätna zu entschlüsseln. Ein Vulkan, dessen Höhe nie genau zu bestimmen ist. Die Daueraktivität kann den Gipfel in wenigen Monaten um Dutzende Meter anheben. Im Tal bekommen die Menschen davon wenig mit. Die scheinbar sichere Entfernung macht viele mutig. Es wird immer mehr gebaut. In den letzten Jahrzehnten ist man so drauf losgegangen, wir sind Menschen, wir haben die absolute Power, wir können das alles machen. Die Leute waren viel intelligenter in der Vergangenheit und haben darauf geachtet, was der Vulkan macht. Das wird ein gigantisches Problem, wenn dann irgendwann der nächste Ausbruch an der Bergflanke kommt. Und der kommt ganz gewiss irgendwann. Die Intervalle der Ausbrüche werden kürzer. Lavaströme treten aus. Es könnte der Übergang in eine noch aktivere Phase des Vulkans sein. Sobald die Seitenflanken weiter aufreißen, sind die neu erbauten Siedlungen in Gefahr. Währenddessen versuchen die Forscher auf La Palma, dem Cumbre Vieja, viele seiner Geheimnisse zu entlocken. Der Vulkan wechselt zwischen den Extremen, offenbar willkürlich. Für die Wissenschaft ist es die immer gleiche Suche nach einem Schema. Im Prinzip kann man sehr, sehr viele gefährliche Vulkane mit Aktivsensoren und Internet versehen. Also man kann sehr viel von fern beobachten. Und sowas kann auf jeden Fall eine entscheidende Hilfe sein, um die Bevölkerung zu schützen, wenn Gefahr im Verzug ist. Auf La Palma hilft auch der Blick zurück. Der ständige Wandel bestimmt die Geschichte der Insel. An der Südspitze liegt der Vulkan Teneguía. Seit mehr als einem halben Jahrhundert schweigt hier der Berg. Heute eine bizarre Landschaft aus erstarrter Lava, soweit das Auge reicht. Erkaltete Flüsse aus schwarzem Gestein als stille Schablone dafür, wie sich auch der Cumbre Vieja irgendwann präsentieren wird. Man lernt tatsächlich hauptsächlich aus der Vergangenheit, wie diese Eruptionen verlaufen.
Und auf La Palma speziell ziemlich viele auch historische Ausbrüche, die man schon beobachtet hat. Eben zuletzt in den 70er Jahren, davor in den 40ern. Und im Prinzip kennt man das ja aus dem Mittelalter schon, dass alle paar Jahrzehnte es einen Ausbruch bei diesem Vulkan gibt. Auf La Palma und weltweit wird sich die Erde immer wieder öffnen und dabei geschmolzenes Gestein an ihre Oberfläche befördern. Als langsam austretende Lava oder in faszinierend gefährlichen Eruptionen. Unser Planet ist eine feurige Kugel mit einer nur dünnen Kruste. Unter unseren Füßen brodelt ununterbrochen flüssiger Fels. Hitze und glühende Lava sind Zeugen unserer Entstehungsgeschichte. Die Forscher lernen immer mehr über die feuerspeienden Berge, die sich zwar beobachten, aber nie zähmen lassen werden.